Jetzt los, die Teams sind bereit. ERF Cup Gruppenphase SG Wien Bietigheim gegen den Handballclub Lada. In diesem Sinne appellieren wir jetzt noch an das Fair Play. To ensure fair conditions for all players, officials and referees, and in the interest of the sport of handball, we kindly request you, the spectators, to support your team in a fair manner and to show a positive attitude towards all participants and spectators. Thank you. Also Bietigheim, unterstützt euer Team, bleibt aber fair, und überall mithalten. Vielen Dank und jetzt geht's los. Wir freuen uns auf die Hälfte. Thank you.
Thank you.
Но мы начали нормально, мы их обыгрывать. Мы не забили, мы херово тучу мячей. Мы не забили просто, но мы их обыгрываем один на один, когда идем на ходу. Зачем что-то менять? Может, просто лучше забивать и все. Обыгрывать, забивать! Давай, давай, забили, забивай! На победу! Давай, давай! Ничего не надо менять!
müssen die zweite Halbzeitstrafe geben, Maurer. Und den 7 Meter und den Torhüterinnenwechsel. Auf geht's, Valentina! Verbesserung hinab, wir sehen, dass man im Duellspiel mehr als zwei Schritte vorne geht, rennen über einen Meter mehr vorne und dann helfen wir einander. Wenn diesen Doppelzone-Druck kommt, helfen wir einander. Hier ein Angriff, jetzt haben wir Gelb an der beiden Seite, wir machen maximal Druck für die Seite, das kann einlaufen, das kann eine Rolle, das kann leer sein, okay? Verlagern ist okay auch. Es geht!
Jetzt geht's weiter mit dem Siegnator für die SG.
In wenigen Minuten geht es weiter. Und wie gesagt, bis dahin auch heute. Danke an alle Ehrenamtlichen auch. Das war ein RF-Kampfspiel. Geht nicht ohne helfende Hände. Und viele machen das eben ehrenamtlich. Dafür sagen wir natürlich recht herzlichen Dank. Und auch der Deutsche Handballbund hat sich dazu was einfallen lassen. Gute Stimmung hier in der Eigner, würde ich hier total in der ersten Hälfte. Und dann schließen wir jetzt auch direkt an. Dann würde ich sagen, wir machen alle weiter und feuern uns die Mädels an. Zwei Tore Vorsprung zur Pause. So kann es weitergehen. Wir wollen den Vorsprung am besten noch ausbauen, um mit einem guten Gefühl in die weiteren Gruppenspiele zu gehen. Und alle zusammen unterstützen wir die Mädels, dass das heute auch was wird mit dem Sieg. Also, Klatschpappe in die Hand, gleich geht's weiter. Und dann sorgen wir hier weiter für richtig gute Stimmung. Auf geht's, Biedigheim! Thank you.
Jetzt gibt es den nächsten Sieg-Meter für die Gäste. Thank you.
bereits den nächsten 10 Meter. Diesmal war es die Nummer 2, Olga Vormina. 22 zu 20. Zwei Tore Vorsprung für die SG Welt. Thank you.
Ja, auch da gibt es die zweigegebene Zeitstrafe. Diesmal die Konzentration Nummer 5, Franz Lenau. Ничего не понятно, сейчас будет идти в центр и бросать в центр. Давай, раз, два. Вот впереди, как опасность. Ну, центр, вы можете сделать шаг, последний шаг, закрыть его, шаг. Что вы стоите? Шеренгу встать, вы что, в армии? Ну, кто-нибудь выйдите, кто-нибудь не в строю, стойте, пожалуйста. Один должен быть не в строю, а вторые там, пожалуйста, там, чистите, как угодно. Сколько мы будем ждать? Thank you.
Schenko 27 zu 24 die letzte Auszeit genommen. Von der SG-Trainer Martin Albertsen. Seite jetzt, ja, das heißt, dass alle drei, jetzt spielen wir mit drei Werferinnen. Du in die Mitte, Daphne, Laura, wir spielen Lehrer, wir spielen Rolle, wir spielen kein Einlaufen, das empfehle ich nicht. Ich empfehle, dass wir drücken, das von Mitte breit. Ja, dann haben wir die Außen in die Breite für das Schuh am Ende. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, weiter breit zu spielen. Lehrer, Rolle, Dänisch direkt. Aber nicht Dänisch verlagern, dann gehen die vorne. Hier nur abbrechen. Wir stehen in Abwehr, wir wechseln mit Daphne. Abbrechen, helfen über die Mitte. Come on! Die 25, Olga Schneider,
Потому что мы сейчас быстро идем, потому что мы сейчас будем.